Endspurt in der Winterpausenvorbereitung. Die U23 der TSG Hoffenheim ist in einem Krachertest gegen den SSV Reutlingen gefragt. Die beiden trennt nämlich tatsächlich nur eine Liga. Der TSG-Nachwuchs spielt in der Regionalliga Südwest, die Reutlinger in der Oberliga Baden-Württemberg. Hoffenheim, heute in schwarz mit blauen Akzenten, hat bisher dreimal getestet und nicht einmal davon verloren. Lediglich ein Unentschieden steht dort zu Buche. Die Reutlinger komplett in Rot sind in ihren beiden bisherigen Testspielen schadlos geblieben mit 2 Siegen in 2 Spielen, haben aber auch noch 3 Testspiele offen. So, die erste Halbzeit, die verlief zunächst eigentlich relativ ereignislos, Hoffenheim aber deutlich stärker, deutlich drängender und vor allem mit einem starken Pressing wie in dieser Szene. Der Ball nochmal quer gespielt, dann die Ablage und dann das 1:0 für den TSG-Nachwuchs. Julius Schmal, 9. Spielminute, 1:0. Hier sehen wir es auch gleich nochmal. Schmal macht sich in der Mitte frei, hat keinen Verteidiger um sich rum und kann dann komplett blank aufs Tor ziehen. Aber auch die Gäste wachten langsam auf, wie in dieser Szene. Schöner Lauf über die rechte Seite, aber der Torhüter, der Hoffenheimer, stark. Trotzdem konnte man sehen, dass Hoffenheim hier die bessere Mannschaft war, wie zum Beispiel auch in dieser Szene. So, der Ball abgelegt, dann kommt der Spieler zu Fall. Der Schiedsrichter zögert nicht lange, zeigt nicht nur die gelbe Karte, sondern auch auf den Punkt. Elfmeter für Hoffenheim. Und hier sehen wir, er fällt. Ob eine Berührung da ist oder nicht, lässt sich hier nicht auflösen. Aber gut. Jetzt heißt es Mohamed Damar gegen Enrico Piu Damar. Piu Damar ist der Sieger. 2:0 in der 15. Spielminute. Das ging fix. Hier sehen wir es nochmal. Mohamed Damar verzögert kurz im Lauf und Enrico Piu hat zwar die Ecke, kommt aber nicht an den Ball. Mittlerweile spielte hier eigentlich nur noch die TSG und hatte alle Chancen, den Sack hier schon früh zuzumachen. Die Reutlinger, die kamen eigentlich gar nicht mehr hinten raus und die Hoffenheimer konnten schalten und walten, wie sie wollten, wenn dann die Chancenverwertung gestimmt hätte. Trotzdem blieb es am Ende zur Pause bei nur 2:0 für den Regionalligisten. Und das nur meine ich tatsächlich genauso, wie ich sage, denn die TSG Hoffenheim hier wirklich die stärkere Mannschaft. Auch Anfang der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielgeschehen kaum etwas. Hoffenheim mit Platz, Hoffenheim mit viel zu viel Platz und Florian Bär nahm sich genau diesen Platz. 3:0 in der 66. Spielminute. Hier sehen wir es nochmal aus knapp 30 Metern einfach mal draufgezimmert. Piu chancenlos, aber Hoffenheim dachte gar nicht dran aufzuhören. Fesenmeier, links wäre noch Gelati frei gewesen, aber Fesenmeier macht es selbst und macht es gut. 4:0 für die TSG Hoffenheim 2. Abdul Fesenmeier, 69. Spielminute. Und jetzt sollte es hier für Reutling eigentlich zumindest mal noch darum gehen, im Spiel nicht komplett unterzugehen. Aber dafür müssen sie auch mal Gegenwehr leisten. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Freistoß an der Strafraumkante. Quachi als erster am Ball. Und der im Tor zum 5. Mal und zwar in der 79. Spielminute. Hier nochmal in der Wiederholung. Joshua Quachi zimmert den Ball unter die Latte. Und jetzt war hier wirklich der Endspurt angesagt, aber Hoffenheim hatte noch einiges im Köcher, wie in dieser Szene. Nur die Latte. Vielleicht ja jetzt nochmal was für die Hoffenheimer. Schöner Ball in den Lauf. Dann die Ablage und da steht wieder Fesenmeier. 6:0, 86. Spielminute. Hier die Ablage und dann sehen wir, Fesenmeier ist der Sieger im Zweikampf.
9, 15, 66, 69, 79, 85. Langsam sollte es doch klar sein, dass hier nichts mehr geht. Aber nicht für die Hoffenheimer und vor allem nicht für Fesenmeier. Der wollte nochmal ganz sicher gehen. 7:0 in der 87. Spielminute. Wow, was ein Spiel vom TSG-Nachwuchs. Piu kommt raus, dann die Ablage auf Fesenmeier und der macht's ganz abgezockt. Ob die Reutlinger hier noch den Ehrentreffer schaffen, hoch und weit, könnte da vielleicht eine Möglichkeit sein, aber doch bitte nicht zum Gegenspieler auf die rechte Seite. Und dann ist es, wie könnte es denn auch anders sein, Abdul Fesenmeier mit dem 8:0 in der 90. Spielminute. Da sehen wir es nochmal, Piu geschlagen und Fesenmeier der Matchwinner. Und dann war auch schon Schluss, Hoffenheim schlägt Reutlingen sehr deutlich mit 8:0.